Hallo und herzlich willkommen zu Guild Wars 2, wieder mit dem Martin von Gaming PG5. Und ich habe wieder den Arne hier dabei von Walizki LPE. Juhu, juhu. Uhu. Freuen uns immer so. So. Wir sind schon so dicke Kumpels. So, wo musst du jetzt hin? Irgendwo wieder sprühe durch die Gegend teleportiert, weil wir hier wieder eine Quest haben vom Arne. Genau, hier hoch muss ich. Ja, wieso kann ich jetzt das Ding nicht auf... Ach so, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Okay, ich laufe dir einfach mal blind nach. Genau, lauf einfach mal blind nach. Ist immer gut. Okay. Da vorne ist auch. Ach egal, brauchen wir nicht. Oh, Gott. Komische Tiere töten, so. Wollen die überhaupt cool töten hier? Bisschen Steaks unterwegs sammeln. Geht nicht. Hast du einen Spaß da hinter mir? Ja, klar. Dir läuft doch gerade was hinterher. Ich weiß, das habe ich immer Freudestrahlen angegriffen. Achso, das ist ja gut. Der hat immer eine fette Sterbeanimation, die dann nochmal rumspringt auf dem Boden. Das muss ich auch mal geben. Wenn du das noch schaffst, der beim Verrecken. Ja. Wie so ein Flummiball auf dem Boden rumzuspringen. So, wo? Oh. Was ist denn hier los? Hier fallen die Vögel vom Himmel. Ja. So, hier vorne ist es. Nur eben Pimpbaum mitnehmen. Sehr wichtig. Wieso kann ich hier nur einmal anhacken? Hallo? Keine Sammelwerkzeuge mehr ausgerüstet. Willst du mich verarschen? Willst du welche von mir haben? Ne, warte. Ich habe noch welche in Reserve. Das ist gut. Ich musste ja hier schon schmerzlich alles lernen. Ich hab's irgendwann mal eingekauft, ich weiß gar nicht mehr wann. Ach stimmt, weil wir schon mal an so einem Eisenhändler vorbeigekommen sind. Da habe ich direkt mal jeden Scheiß mitgenommen. Falls es mal ausgeht. Bist du weit? Oh. Ja, woran? Kann ja komisch folgen. Eine Falle vereitelt. Oh je. Auch wieder voll die Titten hier im Bildschirm. Mhm, sieht ein bisschen aus wie du. Wie ich. Ja. Mein Kerl hat keine Titten. So, ich muss mit der hier sprechen. Wir sind ganz in der Nähe, die Söhne Svanias allerdings auch. Ich sehe viele andere Spuren neben denen des Minotaurus. Sie kommen näher. Die Svanier sind in kleinen Gruppen unterwegs. Wenn wir vorsichtig sind, können wir sie Gruppe für Gruppe ausschalten, bevor sie überhaupt merken, was los ist. Schlaue Taktik. Gefällt mir. Solange ihr mit vorsichtig nicht sanft meint. Absolut nicht. Zieht halt keine Aufmerksamkeit auf euch. Ansonsten können wir sie so hart angehen, wie wir wollen. Genau das wollte ich hören. Legen wir los. Frauen gehen die Jungs hart an, oder was? Ja, anscheinend schon. Wüff, wüff. Was, wüff, wüff? Ich hab gerade mit Hund gesprochen, der hat wüff, wüff zu mir gesagt. Wüff, wüff. Gott. Was ist denn hier vorne los? Du greifst den hier an. Ja. Hihihi. Oh, der ist ja sofort tot, was ist mit dem los? Ja, wie gesagt, wenn du diesen Brenneffekt drauf hast, geht es so nicht heftig ab. Außerdem ist es hier Level 7 Quest, ja. Achso, ja gut, daran liegt's. Boah, man macht so richtig in den AOE-Schaden, das ist voll geil. So, mein Rückzug hier hat anscheinend auch so einen Combo-Feld-Effekt, gell? Falls du das mal ausprobieren willst. Erstmal quer hier durch die Gegend. Echt mal Zeit. Ich frage schon, ob ich hier irgendwelche coolen Sachen hier bei mir in der Hauptquest dann auch bekomme. Eigentlich sollst du immer ganz coole Sachen bekommen. Ja, ich hoffe es doch mal. Wieder Tote looten. Hier liegt der. Ne, die Fallen hier entschärfen, oder? Nee, wie? Irgendwie nicht, keine Ahnung. Klar. Alter, ich geh aber richtig zackig hier. Aber hallo. Wo würden wir denn hinkommen, wenn nicht? Ich rennt aus meinem Kombofeld raus. So ein richtiger Assi. So. Ich weiß gerade gar nicht, was dieses Brennending ist.
das, wo du da immer bekommst. Ich sehe auch, dass du den Schmarrn immer auslöst, wenn du irgendwie eins von meinen Kombofeldern hier benutzt. Alter, hier sind aber extrem viele. Ah, halt noch alle nichts aus, also daher, halb so wild. Oh, oh. Komm, wir brutzeln die einfach alle weg. Oh, ich bin direkt in eine Falle reingelaufen, das ist natürlich nicht so gut. Was? Das habt ihr nicht so hier. Wie mir aber dieser Rückzug mal irgendwas bringen soll, das frage ich mich auch noch. Ich glaube, ich muss mir echt mal eine bessere Waffe als diesen behinderten Stab holen. Weil de facto kann ich eigentlich nur drei Fähigkeiten von einem Teil effektiv benutzen. Wenn ich mit meinem Bogen geht sogar. AOE-Schaden machen will. Achso, ich denke mal, wir müssen hier rüber. Findet den Geist des Minotaurus, ist unsere Aufgabe. Den Geist des Minotauren? Oh Gott, der krüppelt hier ziemlich langsam durch die Gegend hier gerade, weil ich doch in so eine behinderte Falle reingelatscht bin. Da ist er. Oh. Ruhig, Garm. Da ist er. Der Geist des Minotaurus. Die Söhne Svanirs haben ihn umzingelt. Nicht mehr lange. Hey, der Geist des Minotaurus steht unter unserem Schutz. Nehmt die Waffen runter und geht auf Abstand. Niemals. Das ist unsere Beute und ihr wildert hier. Ich wildere euren Kopf und hänge ihn in Holbrack neben ein Elchgeweih. Zurück jetzt. Letzte Chance. Tötet sie, Brüder. Der Drachendiener muss fressen. Na, dann mal auf. Texte sind ja immer ganz interessant, aber noch interessanter finde ich, dass du der Einzige oder die Einzige bist, die keinen Lendenschutz trägt. Hey, ich brauch sowas nicht. Ja, ich habe ja nicht viel, ich habe ja sowieso richtig wenig Rüstung. Ne? Ich habe ja keinen Kopfschutz, keine Schultern, wir wollen ja nicht richtig einkaufen letztes Mal. Hier war nicht richtig einkaufen, willst du sagen, ich bin daran schuld, dass nee, du nee, dir nee, nee, nein, 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 ich mach doch Schaden. Also wirklich. Mach doch keinen Schaden, ich habe im Moment halt immer nur das Gedroppte. Aber es reicht ja im Moment auch für den Anfang. Droppte? Sind nicht ja. So ein Veteran? Das hat sich hier gerade voll nach der Veteranenschlacht eigentlich angehört. Nein, eigentlich schon, aber. Weil er hier gesagt hat, wir sollen irgendjemanden unglaublich auf die Eier gehen, aber. Ja, erstmal was davor schieben. Oh, hier. So. Da hinten kommen sie auch schon rangeratscht. Was sagst du, der rennt weiter und dauer leck mir am Arsch einfach. Die sind ja gar noch, hab ich gar nicht gesehen. Nicht? Nee, hab ich gar nicht gesehen. Die sind wunderbar so da. Die da hinten, die einfach halt vorbeilaufen lassen. Das finde ich ja mal dreist. Wo ist jetzt dieser Geist? Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Der liegt hier. Ach, hier. Direkt. Wir müssen ja noch wiederbeleben auch noch, oder? Ja, den beleben wir mal eben. Wow. Oh nein. Nur die Ruhe, Bezwingerin. Der Geist weiß, dass wir keine Feinde sind. Schaut genau hin. In seinen Augen seht ihr, dass er uns erkennt und uns sehr dankbar ist. Schaut doch diese Wunden und wie ausgemergelt und schwach er ist. Seht ihr die Erde an seinen Hufen? Könnte aus den Dunkelbruchklippen sein. Die Erde und die Wunde stammen sicher vom selben Ort. Und dort werden wir sie finden. Die Söhne und die gefangenen Minotauren. Aber wie kommen wir an den Wachen vorbei, um sie zu befreien? Wir könnten uns als Bierhändler verkleiden, die Svanir betrunken machen und uns reinschleichen. Gut. Oder ihr könntet um den Segen des Minotaurus bitten. Wenn er euch in einen Minotaurus verwandelt, kommt ihr nahe genug heran, um ihnen beim Ausbruch zu helfen. Also, ein paar betrunkene Svanir-Narren oder eine Minotaurenherde zum Durchgehen bringen. Teilt mir eure Wahl mit. Als Legende muss man lernen, solche Entscheidungen zu treffen. Was für eine Auswahl. Ja, was wollen wir mal machen? Schön, euch hier zu sehen. Ich weiß es nicht. Eigentlich wäre es ja schon lustig, als so ein Minotaurus durch die Gegend zu laufen, oder? Bin ich im Echtsein auch mehr für als Bierhändler. Komm, ich nehme das mal. Okay. Ich hab's gemacht. Kann das jetzt Minotauren werden? Was hab ich denn hier Schönes?
Das ist Mithil, das ist Mithil. Was ist denn das hier bitte? Hier für ein Zeichen, was der um den Kopf hat, der Minotaure hier. Lilanes warte, schau Hämpchen ich mir gleich an. Dings. Das ist auch nicht gerade so geil hier alles. Achso, die Quest ist schon fertig, oder wie? Ich bin gerade mal gucken, was ich auswählen sollte. Oh, man kann sogar mit denen sprechen. Der mag mich jetzt. Ja, müssen wir jetzt hier in der Instanz noch was machen, oder? Nee, ich kann jetzt rausgehen, warte. Okay. Klack, und dann sind wir draußen. Geh schon mal raus. Achso, was wir ganz vergessen haben. Wir haben jetzt eine unglaublich coole Gilde. Ach, stimmt. Ja, die nennt sich, wie nennt sie sich nochmal? Haut wie ein Mädchen. Genau, unglaublich geil. Also falls ihr auch auf Millersund seid, könnt ihr hier gerne reinkommen. Wie kommt man auch auf dieses scheiß Gildending? Damit ihr seht, wie man das schreibt. Hier oben. Könnt ihr das toll ablesen. Haut wie ein Mädchen, alles fett geschrieben. Ich weiß gerade gar nicht, wie man eine Gilde beitreten kann, einfach so. Eigentlich, ich glaube über die Gildenleute da. Oder halt, indem man uns anschreibt in-game. Dann können wir auch einladen. Genau. Dann schreibt ihr uns halt einfach an, falls ihr da rein wollt. Ich glaube, Post kriegen wir immer. Und wenn nicht, dann müsst ihr halt unbedingt abwarten, dass wir online sind. Müsst ihr halt genug zocken. Genau. Dann geht das schon. Genau. So, jetzt muss ich dann mal gucken. Machen wir mal weiter mit der nächsten Quest. Wo müssen wir uns als nächstes hin? Oh, das liegt sogar relativ gut auf dem Weg. Da muss ich zu der Dunkelflussklippe, da wo der Fertigkeitspunkt ist. Da ist auch... Ja, komm, ich nehme da mal... Da ist auch dieser... Die Wegmarke. Da teleportiere ich mich erstmal hin. Ich muss zurück in die Stadt gehen, weil da habe ich auch noch ein Ding. Ich muss dann langsam da hochgehen für meine ganzen Quests. Ja, dann lass uns da erstmal hingehen. Dann teleportiere dich und dann komme ich dir hinterher. Ich geh jetzt einfach mal auf... Blöd in den Handelsdistrikt wieder. Okay, dann komm ich mit. Ich hoffe einfach mal, ich muss da hin. Aber von da aus sowieso am kürzesten überall anders hin. Meine Güte, heute dauern die Ladescreens wieder. So. Ja, das ist gerade Primetime. Primetime? Aber ich muss in die große Halle. Warte, dann teleportiere ich mich das eine Ding weiter. Ich bin lauffaul. Ich muss es erstmal. Ich muss ja mal ankommen hier, bei mir geht es ja noch nicht so richtig. Ich bin im nächsten Ladescreen, der nächste Ladescreen ist genauso toll. Oh, super. Wir haben heute die Folge der Ladescreens. Ah, jetzt. So, du bist schon mal da. Im Gebiet, oder dann könnte ich vielleicht das Ding... Ich warte mal wieder auf dich, nicht dass... Ja, wieder... ich bin jetzt gerade zu dir da eigentlich unterwegs. Also hier ist ja auch nochmal direkt dieser andere... Ich glaube, wenn du läufst, bist du schneller. Ich habe mich aber schon teleportiert. Nein, schon zu spät. Okay. Du Mädchen, du. Na komm. Fangzahn der Schlange. Kann man das Ding angreifen? Jetzt baut sich das so langsam auf. Was? Sehr gut. Ah, du siehst dich nicht schon, okay, dann nehme ich das Ding. Ich sehe dich, ja, aber es baut sich halt noch nicht so richtig auf. Ja, ich hab wieder gequatscht, ne? Das war's schon. Wir sollten unseren Instinkten und den Hinweisen der Geister folgen. Gebt acht! Ah, das Klingen des Hammers auf dem Amboss ist Musik für meine Ohren. Aho. Jetzt warst du wahrscheinlich gar nicht in dem Dings drin gerade, in dem ganzen Gequatsche, oder? Nee, war ich nicht.
Ich bin ja ein bisschen über die Gegend gelaufen und hab das angeguckt hier so. Auf jeden Fall ging es hier wieder um diese ganzen, um diesen Stahlschubser da, und er hat keinen Bock, uns bei den Jotun zu helfen, und hätte aber jemanden, der eventuell doch helfen könnte. Ich weiß gar nicht, wo wir es hin müssen. Wieder da unten hin. Ja, okay, dann laufen wir nochmal dahinter. Das ist nochmal in der Stadt hier. In der Instanz betreten. Ja, habe ich ja auch. Möchtet ihr weiter nach des Jägers Feuerstelle, Heimatort? Wollen wir mal rein? Ja, machen wir mal. Was auch immer das ist. Heimatort? Das sieht aber nicht sonderlich interessant aus. Das muss eigentlich... Ja, ich kann hier nur liefern irgendwie. Ja. Also für mich steht jetzt unten auch das Zeichen drin für liefern gleich wieder. Ah, hier sind aber so ein paar Punkte, die wir erkunden können. Ach so, okay. Nee, wir sind hier oben. Ah, okay, alles klar. Das okay. Ist drüben auch nochmal so ein Punkt, den man erkunden kann? Weiß ich noch nicht. Ich glaube nicht. Unten ist noch einer, aber den habe ich schon. Ja, das ist der, wo wir gerade eben waren. Ja, das ist alles durch hier. Eigentlich können wir wieder zurück. Oder gehen wir wieder raus? Juhu, Ladebildschirm. Und wieder komisch durch die Gegend jagt. Ah, ging ja schnell. Das war ja nicht so weit auseinander. War de facto dasselbe Level. Das ist aber interessant, wie wir da irgendwie runterkommen oder nicht runterkommen. Ich sammle Schuss mehr als ihr. Meisterkonstrukteurin. Ach stimmt. Ach, wir können eigentlich... Ja, hier können wir mal eben Berufe machen, oder? Oh ja, stimmt. Ist das hier irgendwo eine Schneidereistation? Hier, hinten, bei mir. Da ist Schneiderei. Ah, perfekt. Weil hier hat man auch Zugriff auf die Bank und da habe ich mir mal ein paar Sachen gegeben eigentlich. Die ich mal verwenden wollte. Was würde ich denn hier eigentlich machen? Ich brauche eigentlich mal einen... Identifizierte Farbe, den kannst du sparen. Und ich habe hier mal ein paar Ringe mir mit dem anderen Charakter gemacht. Juwelier? Die wollte ich mir auch mal reinziehen. Konstrukteur, wo ist denn hier so ein verdammter... Arne, kannst du Präzisionsringe gebrauchen? Da hätte ich noch ganz viele über. Ja, gib mal her. Dann gebe ich dir die mal. Warte. Die kann ich dir auch nur wieder direkt schicken, gell? Ja, leider. Gegenstand verschicken an. An die Game Station. Kochstation. 9206. Immer zwei von den Teilen. Kann man eigentlich kochen jetzt noch? Kochen kann man nicht nochmal lernen. Accessoire könnte ich dir auch noch schicken. Willst du so ein Teil willst? Ja, mach mal ruhig. Ich suche gerade eigentlich meinen. Kann ich da nicht mehr in die Post reinpacken? Gibt gerade gar keinen Sinn. Ach, da ist eine Lederstation. Ich bin noch blind, ey. Ich muss dir das wahrscheinlich einzeln schicken. Was ich ziemlich scheiße finde. Eine Nachricht ist schon angekommen. Ja, dann. Machen wir gleich. Und ich schick dir mal noch so. So Ohrringe oder was auch immer das sind mit. Beziehungsweise ich mach mal. Post ein bisschen. Wollt ihr mich verarschen? Geht es nicht direkt? Okay, warte, dann verschicke ich sie aus meinem Inventar raus. Sollte ja funktionieren. Ja, da kann ich mehrere auf einmal verschicken. Senden. Annehmen. So, dann kann ich den Spanier auch direkt ausrüsten. So. Haben wir gleich mal wieder 50.000 mehr Kraft, glaube ich. Zumindest gefühlt. Und ganz viele Farbe. Hä, bin ich doof? Habe ich jetzt die falsche Dings hier gehört? Kann ich mir mal ein paar Farben beibringen. Achso. Bachfarbe. Pastellpfirsich. Aber teilweise ist ganz schön krasser Scheiß dabei. Distel. Und Andeutung. Gott. So genau, ich muss dir das Ding hier noch senden. Eure Nachricht wurde wegen übermäßigen Versenden von Nachrichten unterdrückt. Sehr gut. So mein Scheiß, ey. Na gut, dann muss man noch ein bisschen warten, bis ich wieder was an dich schicken kann. Ja, aber nur. Mein Logger. Und zack, 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 geht das hier bei mir. Wams, den ich ausrüsten kann. Also ich bin gleich mal auf Level 5 hochgestiegen gerade. So, aber ich hatte hier doch noch ein paar Sachen in der Schneiderstation, die ich hier auch noch raushaben wollte. Wenn ich so, noch so ein paar Buffs bekommen, die wollte ich eigentlich auch mal alle
in der Folge hier alle mal rausschmeißen. Blöd. Alle zwei herstellen. Zack, zack. So, ich habe 19 Jute bei. Und andere Items hätte ich auch noch, die ich benutzen könnte. Überwurf. Okay, die sind alle halt erst auf einem extrem hohen Level. Na, das ist ein bisschen doof. Na gut. Genau, Schneiderei. Ich mache uns mal hier ein paar, wie nennt sich das, Taschen. Wie viel brauchen wir denn insgesamt? Wie viele Plätze hast du noch frei? Ich habe, glaube ich, gerade gar keinen mehr frei, aber ich habe halt nur Vierer-Ledertaschen. Könnte also, Achter-Jute-Taschen machen. Ja, dann mach das doch mal. Ich habe auch Achter-Ledertaschen. Okay, warte, wie viel gehen maximal? Vier Dinge, also nicht acht Stück herstellen, dann brauche ich dann 80 Dinger. Okay, da kann ich alle herstellen einfach. Wupp, spammen uns mal ein paar tolle Taschen her. Kann man hier nicht was einkaufen bei der Eulen hier? Unglaublich toll werden. Ja, kann man. Gott. Vielleicht mache ich gleich sogar noch ein Level ab, wenn es so weitergeht. Oi, oi, oi. Na gut, das verkaufen. Irgendwie habe ich ganz viel EP bekommen. Gespannter Rohlederflicken und Jute. Aber. So. Ah, ich kann 7 Taschen herstellen, das ist ja gar nicht schlecht. Jetzt sind wir ja schon gar nicht schlecht dabei. Oha. Wieder fast alles schon irgendwie ganz behindert weiß wird, sodass es gar keine EP mehr gibt. Dies ist eine schlechte Zeit zum Reisen. Ich habe irgendwie kein Rohleder, das ist doch doof. Mann, verdammt. Hier habe ich noch ein mächtiger später. Bestickter Wams. Was brauche ich denn für? Jute Tunika-Leiste. Bleibt man den Caster nachher? Gott, wieder so kompliziert. Aber erstmal die Taschen ausrüsten. Ah, ja, gut. Bank, 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 Bank. So. Wo ist die verdammte Bank? Da. What? Das ist die Bank. Das ist so, die Bank. So, 3 Taschen hätte ich jetzt noch. Genau, und die anderen 2 Teile muss ich dir noch schicken. Boah, so viel Platz hatte ich noch nie. Voll geil. Ich habe gerade irgendwie... Oh, ich habe noch irgendwelche komischen... Ich sehe nicht den Kaufmann. Irgendwo. So, Nachricht senden. Wollen wir mal gucken, ob wir es hinbekommen. Wo haben wir es denn? Inventar. Schauen wir, ob es jetzt funktioniert. Ach, das kriegst du wieder ganz viel Zeugs... nutzen kannst. Nachricht erfolgreich gesendet. Ja, ist auch angekommen. Sehr gut, sehr gut. Packen wir mal das ganze unwichtige Zeug hier nach unten. Weit meine Station. Wo ist sie denn? Die gute Dame. Da ist er. Dies ist eine schlechte Zeit zum Reisen. Na gut, weiß ich. Was kann ich denn davon noch alles verwerten? Cool ist, dass man durch halt fast ein Level-Up auch macht, durch diesen Schwachsinn. Fällt mir auch sehr gut. Müsst ihr mal gucken, was hier an Fähigkeiten die noch sagen würde. Also zumindest vom Spielstil her. Eizag, ist es Eizag nicht eine Unterwasserwaffe? 13 ist unter Wasserwaffe, ja. Das wundert mich gerade, weil das unter den Waffenfähigkeiten aufgelistet wird. Doch normalerweise nicht der Fall. Eigentlich nicht, nee. So. Ich kann auch mit 2 Dolchen kämpfen. Auch cool. Ah, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Das kann da muss ich mal gucken. Aha. Das kann auch mal weg. Ich müsste gleich mal versuchen, mit 2 Dolchen zu spielen. Das wäre sicher auch nicht mal nicht verkehrt. Oder mit dem Zepter.
Scepter könnte ich sogar... Boah. Solche Nebenhand und Zepter Haupthand wäre ziemlich cool, glaube ich. Müsste ich mal ausprobieren gehen. Irgendwie ist man hier auch ziemlich eingeschränkt beim... Wie nennt sich der hier? Achso. Rohleder, weißt du, was ich da... Konstruktionsstation. Bin ich auch Konstrukteur? Stimmt, das war ich auch, gell? Mächtiges Deros Zepter. Stimmt, ich konnte eigene Waffen herstellen. Die machen unheilvolle irgendwas. Heißt, hier muss man wieder diese ganzen Entdeckungen auch machen. Ja, muss man. Oh Gott. Ja, setze ich mich mal irgendwann anders mal auseinander. Lauf mal langsam weiter Richtung Quest. Ja, warte, ich komme mit. Beziehungsweise hier ist ein Karma-Händler. Mal schauen, was der verkauft. Basilikum. Oh, herzlichen Glückwunsch. Gott. Ach, ganz großes Tennis. Ja, und hier oben auf dem Teil dürfte ein Aussichtspunkt sein. Komm mal. Da müssten wir echt von dort oben rüber hinlaufen können. Wollen wir den gleich mal mitnehmen, oder? Ja. Verkaufen den mal. Wo ist er denn? Wo ist so gerade völlig anders? Ah, ja, ich bin hier hochgelaufen. Hier ist so ein. Ja, ich war gerade noch genau verkaufen. Über dir. Oh, gerade so. So, gucken wir mal an. Was wir hier tolles sehen. Da sieht man nur die Schneiderstation. Das ist ja lame. Da hätte jetzt irgendwas total cooles erwartet. Ja, die Schneiderstation. So. Hat sogar 60 XP gegeben. Weil er die Welt fällt. Bist du mehr als 60 XP? 70 vielleicht? Ja. Noch mehr XP. Schautrick. Whee! Wenn man so verstoßen, dass man sich jedes Mal dafür umdrehen muss. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre das hier noch cooler. Hey, wie kommt man denn dort hoch? Da war ich sogar schon. Hier! Meine ich sogar. Nee, da nee, nicht. Hier, warte, hier geht's. Hier geht's links, rechts laufen. Ja, genau. Ach Gott, ich bin zu blöd dafür. Ich war da schon, ich brauch da gar nicht hoch. Ich kann dir jetzt zugucken. Wie ich runterfalle, oder was? Ja. Ah, super. Hey, komm. Einmal angucken gehen. Wie dieser riesen Boulder aussieht. Der Hammer. Aber was für eine unglaublich majestätische Brücke man hier sieht. Gott, das ist wieder so überragend geil. So, hier oben steht jetzt das Ding, ich glaube sogar eine Instanz, weil das da ist eine Tür. Gucken wir mal, ja, Instanz betreten. Ja. Kannst du wieder zugucken. Boah, Level 3 ist es. Na, herzlichen Glückwunsch, ey. Ja, das ist echt total vernachlässigt. Richtig krass, ey. Was haben wir denn hier? Eine Seta-Klingenstark-Statue. Beim Schnabel des Raben, grauenhafte Statue. Was redet ihr da? Sie ist unglaublich. Halt, sie ist makellos gearbeitet. Gott, was sie hier alles labern. Ich soll nicht so viel labern hier. Das wird nie kein Denkmal. Was ist Garm? Kommt da jemand? Na schön, lassen wir diesen Stein liegen. Vielleicht ist der nächste Stein besser. Was will die, ey? Zeig mir, was du hast. Das ist dieselbe wie bei dir. Es ist gut, euch wiederzusehen, Bezwinger. Ihr wirkt besorgt. Was ist passiert? Ich war in den Jotunhöhlen bei Gronefjord. Sie bieten dort den Altdrachen Jormand an. Den Jotun ist viel an ihren alten Sitten gelegen. Sie würden niemals Jormag huldigen. Es sei denn... Was wisst ihr über die Söhne Svanis? Ich weiß, dass das die Idioten sind, die den Eisdrachen als einen Geist der Wildnis verehren.
So ähnlich wie diese Jotun, wie ihr ja gesehen habt. Es muss eine Verbindung geben. Bei Hirbards Lager halten sich Söhne Svaniers auf. Sie könnten etwas damit zu tun haben. Das müsst ihr euch unbedingt ansehen, Bezwinger. Wenn ihr wollt, treffen Garm und ich euch dort. Mal sehen, ob wir beide die Svanier dazu kriegen, uns zu sagen, was da klingt los ist. Perfekt. Erst der Galken und der Bezwinger des Isomir. Die Skalden werden generationenlang davon singen. Vorsicht. Skalden singen auch. Boah. Kriegst sogar Missionsabschluss. Okay, bei mir ist jetzt die Katze ein bisschen früher gebrochen, aber egal. Du brauchst aber zu lange zum Laden. Ja, wahrscheinlich. So. Egal. Boah, ich kann mir jetzt halt Stoffhandschuhe hier reinpfeifen, die schlechter sind als meine. Voll geil. Und jetzt sind, können wir bestimmt nochmal zu der Stelle laufen, wo wir eben waren. Wahrscheinlich. Ja. So. Oder wir können es verlassen. Sop. Hallo? Stimmt, es geht irgendwie raus und jetzt. Oh. Ans unterste Ende. Nicht dein Ernst. Vom Noob-Gebiet. Ja, super. Voll geil. Aber ich teleportiere mich mal direkt dahin. Ja, ich will nur den Wegpunkt hier mitnehmen, von daher laufe ich mal kurz. So. So, wo bist du denn? What? Ganz, ganz unten. Ach, da! Ganz, ganz unten. Ach, yeah. So. Wir werden nie aus diesem Gebiet rauskommen, ey. Ha? Wir werden nie aus diesem Gebiet rauskommen. Glaub's nicht. Nee. Zudem, da wir alle Quests ja hier doppelt machen können. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Doppelt. Hier bin ich, hilf mir! Ich bin ein armer kleiner Magier! Ah, ne, dann Mikro, ich glaube, das steift gerade schon wieder irgendwo drüber. Ach. Scheiß Mikro, ne? Das geht mir so echt auf die Nerven. Achso, so, mal an. Soll ich hier. Achso. Wir sind schon da, wir müssen nicht so weit laufen. Oh, wir können hier direkt die Tante anlauern. Was aber du zu erzählen? Blendenschutz. Die Söhne Svaniers sind ganz in der Nähe. Wir können versuchen, mit ihnen zu reden. Aber sie hassen jeden, der ihren Drachen nicht verehrt. Und Frauen verabscheuen sie zutiefst. Vielleicht sollten wir Garm das Argumentieren überlassen. Keine gute Idee. Garm argumentiert gern mit dem Gebiss. Na, da schaut an, Brüder. Eine Fremde, eine Versagerin und ein klappriger Köter. Klingt wie der Beginn eines schlechten Witzes. Es heißt, bei Grawlenfjord huldigen Jotun dem Eisdrachen. Geht heim und klopft auf ein paar Steine rum. Und nehmt eure Hunde mit. Ihr Jungs scheint die nette Dame nicht verstanden zu haben. Ich sag's nochmal ganz langsam. Erzählt uns von dem Jotun und dem Drachen. Ihr hättet fliehen sollen, als ihr noch die Chance dazu hattet. Jetzt boah, sterben hat sich ihr sterben. Genau mein Fall. Auf jeden Fall. Auf geht's, komm. Oh. Oh Mann, ey. Das ist echt frustrierend. Dafür kriegt man nicht mehr XP. Ach klar, hier. Voll die XP kriegt man. Ja, super. Ich glaub, das ist wieder aus meinem Ding rausgeflogen. Was, für die kriegen wir nicht mehr XP? 8 XP kriegen wir dafür. Das passt doch. Ja, für oben haben wir 17 bekommen. Ja, dafür töten wir die aber auch ungefähr 5-mal schneller. Na ja, gut, da hast du auch wieder recht. Gott, aber was hier auch alles kommt, leck mir am Arsch. Jetzt, jetzt ist gerade schlecht. Jetzt so. Ist gerade schlecht. Jetzt ist gerade schlecht mit Arschlecken. Jetzt muss ich mich. Einmal hier. Komm, hier kann man wunderbar sterben, ja, zwischendrin, das interessiert keine Sau. Und wir haben eine Schwarzlöwentruhe gedroppt, sehr gut. Abgehalfterte Versagerin! Was, eine Schwarzlöwentruhe? Ja, eine Schwarzlöwentruhe. Die habe ich gerade bekommen. Echt? Ja. Ja. Du bist ein Dacker, ey. Ja. So, die kann ich jetzt selber öffnen. Gern. So, mal gucken. Oh, Holzplan hier kaputt. Ja, richtig geile Gadgets sind da drin, ey. Oh Mann, ey. Zeig's ihnen! Dudala. Scheiße, ich hab's ganz vergessen. Ich wollte eigentlich diese ganzen Dinger noch anschmeißen hier. Diese.
Bonus-EP-Sachen, weil ich glaube, das schmeiße ich dann einfach mal in unserer nächsten Aufnahmesession für nächste Woche dann an. Ja, ich habe gerade gesehen, ich habe auch noch so viel Kram in der Bank, so Double XP oder so ein Kram. Hier, hau den Combo-Abschluss rein. So, wenn du diesen Kreis davon siehst, du kannst echt immer deine Combo-Abschluss-Dinger machen eigentlich, wenn du Bock hast. Ja, kann ich machen. Nicht identifizierte Farbe. Oh, dafür kostet ordentlich weit. Ich benutze die alle selber. Das ist das Problem. Achso. So, zuerst mal hier ordentlich den Schmarrn hochdingseln. Macht ja gar keinen Schaden an dem. Macht dir wieder das Feld auf den Kerl. Kannst du hier mal diesen Brenneneffekt machen. Warte mal. Dabei. Kann das Ding so gut. Ist der nicht immer hier oder was? Er ist ja tot. Er will nicht sterben. Er hat was gegen Sterben. Redet. Sagt uns, wie ihr die Jotunbeere gemacht habt, oder wir jagen euch mit einer Peitsche aus Ehrs Zöpfen durch ganz Holbrack. Wagt es ja nicht. Meine eigenen Kameraden würden mich niedermetzeln. Dann sagt uns, was wir wissen wollen. Also gut, wir haben den Riesenkönig Korak auf unsere Seite gebracht und er bekehrte seine Anhänger an der Osenfohlschneide. Dieser Korak klingt ehrgeizig. Die Jotun haben seit Jahrhunderten keinen Riesenkönig mehr gehabt. Und das Letzte, was Holbrack braucht, ist einer, der Jormak verehrt. Schleif den Narren nach Holbrack und überlass ihn dem Wolfsrudel. Ich gehe zur Osenfohlschneide und rede mit diesem Riesenkönig. Beim zottigen Fell des Wolfes, ihr seid kühn. Seht euch vor. Aussichtslose Kämpfe sind ruhmreich, aber Tod prahlt es sich nicht gut. Keine Bange, bei meiner Rückkehr werden wir in der großen Halle auf den Sieg anstoßen. Ich glaube, ihr habt hier ein entscheidendes System noch übersehen. Und zwar, dass wir uns an diesen behinderten Wegmarken wiederbeleben können. Achso, ja, stimmt. Das sollten wir vielleicht mal erklären. Hätte sie vielleicht mal ein paar mehr Gefechte gewonnen. Ach, hier ist es auch dieser Schrein des Eisdrachen. Ja, hier waren wir schon mal. Hier, den kann ich jetzt zerstören. Oder auf den Schrein spucken. Zerstören hört sich immer gut an. Genau, der arme Schrein, ey. Oh, hier ist ein Durchgang. Und doch nicht. Nee. Spannerei. Nee. Na, dann halt nicht. Gut. Aber ich glaube, ich komme wieder raus. Blöp. Wunderbar. Wieder in die Freiheit entlassen werden. So. Ich darf wahrscheinlich schon wieder zurück in die Stadt, oder? Wahrscheinlich. Ah nein, ja. Ich darf jetzt auch nach oben. Ich muss jetzt zur Osenfohlschneide. Das ist genau rechts davon. Machen wir das nächste mit deiner Quest weiter, würde ich mal sagen, oder? Okay. Teleportieren uns da mal hin, oder? Das ist ja ein bisschen sehr weit. Dunkelflussklippen. Dunkelflussklippen, genau. Ihr seid mitten in meinem Kampf, sehr gut. What? Also ich bin schon dort. Also ich warte hier dabei auf dich. Kann ich dabei mit den Holzhacken gehen. Jetzt komm ich auch. Hopp. Das habe ich euch von einem EP auch mal wieder ein bisschen aufgenommen. Oh, ich bin Level up, sehe ich gerade. Ich hatte hier Items für das Level. Ja, ich habe gerade sehr viel Level 15 Items, aber... Wo war denn das Ding, das ich hier hatte? Ich sehe doch irgendwas für Level 14. Genau, das Ding hier, ausrüsten. Ich weiß egal, ob es in Seelen gebunden ist oder nicht. Sonst habe ich gerade gar nichts. Ihr wollt mich doch heute alle verarschen, ey. Vorher habe ich gemerkt, dass ich vergessen habe, TS zu muten. Jetzt ruft mich irgendwer in Skype an. Ist so alles scheiße. Das Glück, dass sonst immer du hier hast, dass du hier im TS irgendwie angeschnupst hast, das habe heute ich. Ja, so ist das manchmal. Voll geil. Komm. Nein, dann weg. So geht es. Professionell. Was? Hier könnte man irgendwas sammeln. Ja, wir müssen den ganzen Typen erstmal töten. Ach Gott, da dreht er genau in dem Moment wieder um, wo er voraussehend das Ding für die Fresse setzen will. Ja, wir müssen gar nicht da hoch, wir müssen jetzt hier rüber. Einfach hier. Zack. Oh, voll geil. Das mit dem Ja-Klicken, das habe ich drauf. Ja, so langsam. Die Form des Geistes. Boah, geil!
Bist du auch so ein komisches Minotaurenviech? Ich bin noch am Laden. So, das könnte erklären, wieso du mit so einem komischen Pferdeschwanz rumrennst. Also mit deinem weiblichen Charakter, denkst du? Ja, Moment. Jetzt sind dabei die Dinger hier durch, die Fähigkeiten. Ah, jetzt. Du siehst ja sehr interessant aus. Zum Glück bin ich noch kein Minotaur. Ah, jetzt aber. Alter, Vater. Was willst du? Beim Schnabel des Raben. Ich bin ein Minotaurus. Hab Dank, Geist. Ich werde euren... Nein, Mann, ich will nicht mit dir telefonieren. Hey, meine hier Adresse. Drüben. Ein Nachzügler. Mu? Ich bringe ihn lieber in den Pferch, bevor Witkun was merkt. Na komm schon, du Rindvieh. Frischfleisch für die Bestie. Je mehr der Champion des Drachen frisst, desto mehr will er haben. Hü, du Rindvieh, beweg dich! Komm schön mit ins Gehege. Okay, so Mama. Brav, mein du ins Gehege. Mein, was hat er gerade gesagt? Wir haben unser Stinktier, hat er gesagt. Tod, huh? Der hat was Stinktier gesagt, der Penner. Tatsache. Und jetzt wartest du da, bis Wiedkun zurückkommt. Boah, geil. Boah, hier gibt's ja auch Mini-Varianten. Minotaurus-Kalb. Bange Frangler laut von sich. Ich bin bloß froh, dass wir keine Weiber aufnehmen. Die sind lästig, nörgelig und hacken dauernd auf mir rum. Achso, jetzt. Die wollen dich nicht, hast du gehört? Ja, hab ich gehört. Sind sie wohl gerundet und riechen gut? Öffnet das Tor. Und ich mein, wie sollen auf geht's. Werden, wenn es keine Mädels mehr macht? Aber oh, das Tor ist offen! Boah, jetzt kommen wir jetzt. Dauerangriff. Ich krieg ja nochmal alles durch. Ich kenn die Attacken gar nicht, aber egal. Oh, Alter, wie viel XP man kriegt! Boah! Gute Fuck, ich bin fast hier runtergefallen. Jo, was ist das denn? Was waren diese Ansturmattacke? Ich glaub, die vier war das, glaube ich. Nee, hä? Nee. Hä? Ändern sich die Dings mit immer, der oder? Mit 5 kann man sich heilen. Dann bleibt dir nur noch die 3 über zum Ansturm, oder? Ich glaube. Sturmangriff 3, ja. Verfluchte Minotaur! Krass. Okay. Versucht sie nicht umzubringen! Bestie will lebendige Beute. Die sollen sie nicht umbringen, passt bloß auf euch auf. Alter. Lass mal durchs Biss rennen. Komm, einfach alles umnocken hier. Einmal weg mit denen. Ja, sicher, ich habe Angst, ey. Die komische Ansturmattacke zu benutzen. Ich bin vorher gerade eben die Klippen fast damit runtergefallen. Ja, du musst halt ein Ziel setzen und dann geht das sogar. Oh. Auf geht's. Ne, der stürmt einfach in die Richtung durch. Oh krass, ja, das wäre ich auch gerade. Okay, Alter, komm. Was ist hier los? Was ist hier los? Das sieht, geht auf jeden Fall total ab. Du kannst ihn mit der 5 heilen, gell? Ja. Boah, der heilt sich komplett hoch einfach. Der heilt sich richtig gut hoch. So ein Unverwundbär. Ach, was würden wir nur ohne schlechte Wortwitze machen? Auf geht's durch. Aha, also die 4 schleudert einen Gegner weg. So viel schon. Nein, was ist das denn jetzt? Wollen die uns verarschen hier? Haha, lauft in die Freiheit und wischt euch hinterher die Söhne Svaniers von den Hufen. Ich danke euch, Geist. Euer Segen hat den Ausschlag gegeben. Und sobald ich er finde, machen wir zu dritt Jagd auf Witgun und seine Bestie und beenden diese Geschichte ein für allemal. So. Ja. Machen wir das hier auch schon fertig? Bei mir, bist du, bei mir bist du oben rechts in der Ecke in der Gruppenanzeige immer noch so ein Minotaurus. Richtig. Echt? Ja.